Nach dem Wirtschaftsgipfel von Herrn Altmaier muss man sagen, das ist ein Gipfel der Enttäuschung. Es ist eine Enttäuschung für viele, die auf die Wirtschaftshilfen gewartet haben, die darauf angewiesen sind. Es ist eine Enttäuschung für diejenigen, deren Existenz daran hängt. Das Chaos geht in die Verlängerung. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass die Plattform endlich online ist, die schon seit Monaten hätte arbeiten müssen und dass es Härtefallklauseln gibt. Aber wir brauchen jetzt regelhaft die Unterstützung für alle, die sie benötigen. Keine Verlängerung des Chaos und keine weiteren Enttäuschungen. Und wir brauchen endlich eine Perspektive mit einem Stufenplan, bei dem klar ist, was wann geöffnet werden kann und unter welchen Bedingungen. Dazu gehören Schnelltests, dazu gehören klare Bedingungen dafür, was wann geöffnet werden kann. Aber nochmal, zentral ist das, was der Wirtschaftsminister heute gemacht hat, war ein Gespräch ohne Ergebnis, war die Verlängerung dessen, was viele beklagen, war die Verlängerung des Chaos, war die Verlängerung der Existenzängste vieler Unternehmerinnen und Unternehmer, kleiner wie großer. Der Wirtschaftsgipfel ist ein Gipfel der Unverbindlichkeit gewesen. Die Erwartungen waren sehr groß, weil tausende Betriebe um ihre Existenz fürchten. Viele tausend Menschen fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz, um das Lebenswerk. Deshalb waren die Erwartungen hoch. Das, was der Gipfel jetzt geliefert hat, ist leider sehr unverbindlich. Es ist ein Gipfel der Unverbindlichkeit. Der Eindruck verstärkt sich, dass es um Beschwichtigung, aber nicht um Problemlösung gegangen ist. Es war der Bundeswirtschaftsminister anwesend mit sehr hochrangigen Verbändevertretern. Angesichts der dramatischen Situation für Arbeitsplätze und den Fortbestand von Betrieben in unserem Land wäre unsere Erwartung gewesen, dass die Bundeskanzlerin selbst mit dem Chef des Kanzleramtes, die die Krisenstrategie prägen, teilgenommen hätten, dass der Bundesfinanzminister mit am Tisch gesessen hätte, um gemeinsam mit den Spitzenvertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft zu überlegen, was kann konkret getan werden, um Probleme zu lösen, damit nicht nur Ankündigungen am Ende dieses Gipfels als Ergebnis stehen, sondern konkrete Beschlüsse, auf die dann auch die Wirtschaft bauen kann. All das gab es leider nicht, sondern überwiegend Beschwichtigungen. Wir begrüßen, dass die Grenze von 750 Millionen Euro Umsatz angehoben worden ist für die Hilfen. Dadurch werden Verstaatlichungen vermieden. Das aber ist schon das einzig Konkrete, was von diesem Gipfel dann bleibt. Aus unserer Sicht wären drei Dinge erforderlich gewesen. Erstens eine klare Öffnungsstrategie für die Betriebe. Professionelle Hygienekonzepte schützen vor Corona. Der Treiber sind nicht Handel, ist nicht Gastronomie. Der Pandemietreiber, das sind nicht die Betriebe aus dem Sport oder der Kosmetik, erst recht nicht Büros, sondern überall dort, wo es keine professionellen Hygienekonzepte gibt, da verbreitet sich das Virus. Im Umkehrschluss bedeutet das, dort, wo man professionell schützen kann, wäre schon jetzt eine Öffnung möglich gewesen. Zum Zweiten muss das Set an Wirtschaftshilfen ergänzt werden. Die Grundlage, die jetzt sehr bürokratisch ist, mal ist es Fixkostenhilfe, mal orientiert es sich am Umsatz. Es ist sehr bürokratisch und langwierig. Obwohl die Hilfen jetzt beantragt werden können, fließen sie deshalb nicht schnell genug ab. Sinnvoll wäre es, umzustellen, einheitlich umzustellen auf eine Orientierung am Betriebsergebnis der Vorjahre. Dieses sogenannte Kieler Modell würde dramatisch Bürokratie reduzieren und damit Tempo der Hilfe verbessern. Unverändert richtig wäre es, die Verluste der Jahre 2020 und erwartbar 2021 zu verrechnen bei der Steuer mit den letzten Jahren seit 2017. Es macht keinen Sinn, dass Selbstständige, dass Betriebe auf vergangene Gewinne in Boomjahren jetzt Einkommens- und Körperschaftssteuer zahlen, obwohl sie in akuter Zahlungsschwierigkeit sind. Dieser sogenannte Umsatzsteuerrücktrag, dieser Verlustrücktrag bei der Einkommenssteuer, Entschuldigung, wäre ein dringend erforderliches Instrument, dem sich bislang die Große Koalition verweigert. Und nicht zuletzt, es muss der freie Warenverkehr über die Grenze möglich sein. Auch Lkw-Fahrer sind keine Pandemietreiber. Unsere Partner und Freunde in Europa sind zu Recht
sehr kritisch wegen der deutschen Politik. Man rufe sich Erinnerung, dass zur Flüchtlingskrise 2015 fortfolgende die Grenzen ausdrücklich nicht geschlossen worden sind durch die Bundesregierung, dass jetzt aber eine solche Maßnahme ansteht, die enorme Auswirkungen auf die Lieferketten, auf die Versorgung, auf das Leben von Familien und Pendlern, die grenzüberschreitend ihren Alltag bestreiten müssen, dass das enorme Auswirkungen hat. Also diese drei Punkte hätten ein Ergebnis des Wirtschaftsgipfels sein müssen. Bessere Wirtschaftshilfen, freier Warenverkehr und vor allen Dingen eine verbindliche Öffnungsperspektive. Dieser sogenannte Wirtschaftsgipfel von Herrn Altmaier hat zumindest ein paar Ergebnisse gebracht. Die 750 Obergrenze für Millionen Obergrenze, die wird fallen. Das heißt, auch größere Unternehmen können Hilfen beantragen und es gibt sowas wie ein Sonderfonds. Das ist sicher gut. Aber die Frage bleibt, warum sind eigentlich die 4 Monate zwischen den einzelnen Lockdowns nicht genutzt worden, um das vorzubereiten, was jetzt fehlt, nämlich ganz konkrete Pläne, wie möglichst schnell ausgezahlt werden könnte. Wir haben eine Verzögerung, die einige Unternehmen in den Ruin treibt. Das wäre nicht notwendig gewesen. Ich habe den Eindruck, das Wirtschaftsministerium war selber im Lockdown. Das wären alles Maßnahmen gewesen, die man zwischen ersten und zweiten Lockdown hätten machen können. Und dann hätten wir jetzt auch eine vernünftige Lösung. Zweitens. Was fehlt, sind konkrete Bindungen von öffentlichen Mitteln an die Beschäftigung. Es fehlt, dass wer wirtschaftliche Hilfen in dieser Größenordnung erhält, wie sie jetzt angedacht sind, auch dafür Beschäftigung sichern muss. Und es fehlt eine Aufstockung des Kurzarbeitergelds. Und im Übrigen, wir werden aus diesem Pandemieproblem nur herauskommen, wenn wir flächendeckend impfen. Dazu braucht es eine Freigabe der Lizenzen. Und wir müssen schnell die Produktion hochfahren, ohne das so zu machen, dass die Gewinne derer, die sie hergestellt haben, nämlich die Unternehmen, gesichert werden. In dieser Ausnahmesituation brauchen wir auch außergewöhnliche Maßnahmen. Es gibt andere, die haben von Kriegswirtschaft gesprochen. Kriegswirtschaft bedeutet auch, dass der Staat eingreifen muss, um dringend das zu machen, was notwendig ist, nämlich ganz schnell die Produktionskapazitäten aufzubauen.